Hallo Leute, es ist Samstag, meine Kerle, um mal bei der total hippen Jugendsprache zu bleiben. Und wir haben es gerade 10.15 Uhr, Christian ist bereits auf der Baustelle. Es werden immer noch Sachen gemacht, bei denen ich aktuell nicht unterstützen kann, deswegen unterstütze ich zu Hause, indem ich gerade eine Waschmaschine mit seiner Arbeitswäsche, mit seinen Arbeitssachen quasi angesetzt habe. Was ungefähr eine Stunde dauern wird. Das heißt, ich kann circa 3 Folgen hier mit euch jetzt aufnehmen. Und dann werde ich die Wäsche holen, die werde ich aufhängen. Dann werde ich mit euch wieder ein bisschen aufnehmen, bis ich denke, boah, jetzt könnte ich auch mal wieder aufstehen. Dann werde ich Wäsche, die noch auf unserem Wäscheständer hängt, faltend in den Schrank legen. Ja, und so wird der Tag dann vergehen, indem ich Haushalt erledige und nebenbei immer ein paar Folgen aufnehme. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich erst die Arbeit erledige und dann durchgängig hintereinander aufnehme, wird mein Kopf irgendwann dicht und meine Beine tun weh, weil ich die, und mein Arsch vor allen Dingen auch, weil ich die ganze Zeit hier irgendwie krüppelig auf dem Stuhl sitze. Und deswegen dachte ich, wir machen es einfach in Kombination, immer ein paar Folgen aufnehmen, bis ich denke, boah, eine Pause wäre nice. Und dann mache ich irgendwas Haushaltiges. Die Küche habe ich heute früh bereits erledigt, da ist alles schickimicki. Ist eigentlich jetzt bloß noch im Schlafzimmer die Betten machen, aber erzähl's keinem weiter, das habe ich nicht direkt nach dem Aufstehen gemacht. Das mache ich dann. Genauso wie schon gesagt, die Wäsche, die noch auf dem Ständer ist, legen und, also abnehmen und legen. Und dann werde ich zwischendurch, wo wir gerade bei Abnehmen sind, auch mal eine Runde hulern für eine halbe Stunde, damit auch der Sport dann abgefrühstückt ist, während wir hier aufnehmen. Mal gucken, wann wir das alles erledigt haben. Ich versuche euch so ein bisschen in Etappen auf dem Laufenden zu halten. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Gucken wir nochmal. Okay, wir haben keine zweite Leiste. Dieses Case 23, erinnere ich mich, wollte ich, oder Fall 23, mit euch beim letzten Mal aufmachen. Fall 23, der Tod von Laura Vanderboom. Beweisstück A, die Leiche einer Frau. Ah, ich muss hier reinkleben. Fump. Und was ist das gekreist? Das ergibt bestimmt noch irgendwas. Beweisstück B, ein Zeitungsartikel. Der hier. Na, komm mit. Können wir nicht lesen. Frau wurde tot aufgefunden. Mord oder Selbstmord? Den Rest kann ich leider nicht lesen. Der ist viel zu verschwommen. Ich glaube, das ist aber auch nicht dafür gedacht, dass man es lesen kann. Ein umgedrehtes T haben wir hier. Bei der Kirche, hätte ich gedacht, oder? Aber das müsste eigentlich das Haus von Laura sein. Beweisstück C, ein ärztliches Rezept. Das haben wir noch nicht. D, Rusty Lake Preisausschreiben. Haben wir auch noch nicht gefunden. Und E, Stück eines Kleides. Okay, dann geht das Buch noch ein bisschen weiter. Gut, das haben wir alles noch nicht. Wir lassen das mal hier stehen. Tape können wir hier unten wahrscheinlich gebrauchen. Sehr gut. Bitte nicht nachmachen. Ich glaube, das kann zu Bränden führen. Aber wartet mal, irgendwo standen Zahlen. War das... Wartet mal, das war hier so, ne? Irgendwie? Nee. Doch, oder? Wartet mal. Das war... Warum ist denn das so halb durchsichtig? Hier ist die 4. Und dann war aber, wenn das so ist, 4. Oder ne, eine 5 ist das, ne? 5, 4. Das sind nur 2 Zahlen. Wo hatten wir? Hier, das geht nicht auf. Irgendwo hatten wir einen dreistelligen Code gehabt. Ne, das war bei der Schreibmaschine. Hier, der hat's rückwärts gesagt gehabt, ne? Lenin, Xis, Xis, Lennach, did I talk backwards? 6, 6 und 9, wenn ich jetzt nicht falsch geguckt habe. 1, 2, 3. Achso, da steht's ja auch. Ich dachte, ich muss mitzählen. Komm, gib eine 9. Channel 12. Channel 12. Jo, was hat er denn da im Kopf? Channel 12. Finde ich aber sehr cool, dieses Realfilmzeug, muss ich sagen. Okay, Channel 12.
67. 67? A place of relaxation. A place to empty the mind. Reflect in the past. And the future. What? Okay. The lake. Ja. Okay. Call 14335. Okay. Hier. Wie? Achso. Vierzehn. Drei. Detective Vandermeer. Hello? I do hope you're enjoying your stay. Where am I? A place to empty the mind. What? Be warned. Some find this place hard to leave. How do I get out? Look through the keyhole. Okay, konnte ich das irgendwie? Ah, nicht das blaue. Ja. Look through the keyhole. Dieses hier. Dachte ich mir. X. Also so. X und ein Kreis. Und ja auch diese beiden Dinge. Soll ich das bei der Uhr einstellen? Ah, hier war ja das X. X. Und Kreis. Okay. Wir haben diesen Schrank. Hier, einmal links. Ja, sie gehen alle auf damit. Machen wir hier drüben auch noch. Das Taschentuch. Und noch ein Dia, okay. Gehen wir mal wieder hier drüben hin. Bau wie Wenderboom. Eldes Wenderboom. Winter 1799. Alchemist. Anthetta. Australian Music Promoter. Das ist cool, haben sich die Entwickler wieder verewigt. God Tragic? Oder Trazyk? Manager? Wer bist du? Remco the Stone. Netherlands Engineer. Alex Tamayo. Elkener. Oh, der hat ein S. Gürtchle Tagai. Ungarn. Und hatten die anderen auch irgendwas? Nee. Lässt sich echt ein bisschen dumm scrollen, weil die immer feststecken. Editha Scharfenberg. Monika J. Mercedes Su. Kristen Stevens. Sind das eventuell? Steven Stepton. So viele Mitarbeiter haben die doch niemals. The Birdwatcher, Spencer Sparkles. Tester oder so? Draußen schreit ein Kind, falls ihr irgendwelche Stimme im Hintergrund hört. Shredded Cheese Specialist. Könnte ich auch sein. Xenia Slavina. Jitka Suvrova? Oder Sivrova? Sivrova. Oh Gott, Sivrova. Jetzt haben wir es. Johann Schärft.
Veronica Santiago. Cindy Roulette. Stephanie Ross. Rhea Roman. Kiki Reinhardt. Hat er einen Thermometer im Mund? No Hassle Ripper. Okay. Thief Reverend. Reverend. Er ist Franzose. Kaya Reitrop. Ida Reitziger. Steht, glaube ich, dass die Idee immer von ihr ist. Warum hat sie hier sowas? Robin Rast? Wie viele kommen denn da noch? Alexander Raya. David Raynon. Martin Raymond. Jemand von den Foo Fighters. Harun Rahman. Der Dusty. Bob Rafferty. Alex Kian. Julia Popua. Kommt mir bekannt vor, die hier. Mein Gott, scroll doch weiter, bitte. Ich kann, jetzt geht's. Michaela Pfaff. Oder Michaela. Warum kommt sie mir so bekannt vor? Als hätte ich sie mal irgendwo gesehen. Ganz komisch. Oh, es ist furchtbar, hier zu scrollen, Leute. Ich höre auch gleich auf. Natalia Pisarova. Also, warum haben sie denn nicht... Ah, man muss nicht scrollen, man kann sie auch einfach anklicken. Marc Pierre. Estella Pixotta. Oh, ist das viel leichter jetzt. Pepsi Peacock. Nathan Palmer. Ezegal Ozol. Okay. Rafat Novak. Rico Naisland. Oder Natzeland, weil er kommt aus Germany. Er ist YouTuber, Streamer und Banker? Der Banker? Müssen wir vielleicht mal gucken. Tira oder Tyra Moore? Helen B. Phil Monday? Mark Miglietta? Wie viele kommen da denn noch? Das sind bestimmt auch alles Tester und sowas. Kannst du mir nicht erzählen, dass das... Obwohl die hier IT-Queen, das sind dann wahrscheinlich ihre wirklichen Berufe unter anderem halt auch. Okay, gehen wir erstmal raus. Ich wollte eigentlich, weil ich V genommen habe, auf Vanderboom hinaus. Genau. Gucken wir mal hier. Das Rezept. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Mhm. Für unser Evidence-Buch. Dale hat auf seinem Passfoto schon die Schusswunde am Kopf. Oder was auch immer das ist. Ah, und hier kommen schon die anderen. Okay. Sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Pigeon King. Oh, süß. Okay. Wir haben ein Rezept und wir haben ein Taschentuch. Und wir haben ein neues Dia. Machen erstmal Prescription. Lass sie Lake Preis ausschreiben. Nein, mach's wieder rein. Der laute Menschen wieder vor der Tür. Okay. Ist das TV 5? Also das ist bestimmt eine 5. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. 588. Denke ich.
Ist sie hier auf dem Bild? Ach, da sind sie ja auch beide drauf. Das gleiche Bild wie auf dem Dia. Vogel Dale, das blaue Zeug. Jetzt fällt mir mal gerade ein, auf dem anderen Dia war auch unten ein Code. Lass uns mal kurz bei dem Code gucken. Das ist gar nicht auf dem Dia, das hier. Okay, das wurde auch 88. Ach, das ist das 588. Das hätte man nur zusammenfügen brauchen. Nee, wartet mal. Habe ich das drin jetzt? Ja. Ja. 588. Hier ist der Vogel. Das hier. Wir müssen die Reihenfolge auf dem Kanal gucken, ne? Es war Vogel, es war er. Ich weiß den Rest nicht mehr. Wir schauen mal kurz nochmal. 5, 8. Vogel, er, irgendwas. Ist das der Baum? Vogel, er und. Das ist wie Licht. Dann das Dings, das Fässchen. Müssen wir mal gucken. Vogel, er. Irgendwas, was ich nicht erkenne. Das ist dann ihr Gesicht, was ich nicht erkenne? Weil dann gibt es ja nur noch Fässchen und ihn. Also es ist TZ Burger AS. TZ Burger AS. Aber das ist doch nicht hier, oder? Haben wir nicht noch einen Code irgendwo? EZ Bürger S. Wir merken es uns. Wir merken es uns. Bist zumindest nicht wo. Mal ist schon. Wir probieren es nochmal hier. Haben wir überhaupt einen Tee? Tee? Z Burger. A. S. Das hier drüben dann. Ich lass es mal so. Warte mal, bleibt das? Ja. Dann haben wir das nämlich schon für das nächste, falls wir was finden sollten. Wir haben ein Taschentuch, Leute. Irgendwas ist ja bestimmt auch noch mit den Büchern, die können wir ja ordnen, ne? Stimmt nicht nach Alphabet, oder? Ich würde behaupten, haben wir noch keinen Tipp dazu bekommen. Ich weiß ja auch noch nicht, was wir hier mit dem machen, mit dem Grünzeug. Ja. Noch nicht.
Der Vogel. Der will kein Grünzeug. Will er auch nicht? Das hier weiß ich auch noch nicht, wie das aufgeht. Wahrscheinlich, wenn wir hier die Dinger reinstecken, oder? Willst du nicht mehr rauchen? Ich mit einer brennenden Zigarre. Hast du Bock? Nee. Eine brennende Zigarre. Nee. Da steht jetzt der vor der Tür. Hat man jetzt auch schon. Hier muss irgendwas eingesetzt werden, nehme ich an. Warte mal, was haben wir hier noch? Ach, ein Dia, okay. Ja, das hilft uns jetzt nicht so sehr weiter. Mehr Evidenz sind hier nicht drin. Leute, wir sind aber auch schon bei 22,5 Minuten. Irgendwas muss ja mit diesem Paravent auch noch sein. Wenn ich nicht weiß, was damit jetzt sein soll. Ich schlage vor, wir machen eine Aufnahmepause und die Bühne geht zu. Das Publikum wird wieder wundervoll. Naja, und wir schauen beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir vielleicht finden, was wir jetzt nächstes tun müssen. Wir können auch jetzt nicht die Decke angucken und so. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüss.